Solange die Streitkräfte unzufrieden sind, die sind randständig, da müsste ich ja eigentlich gar keine Kosten haben, oder? Dachte ich. Nee, okay. Kann ich leider nicht unterdrücken. Das ist sehr schade. Na, wegen der hohen Einkommensteuer fehlt so ein bisschen an Legitimität. Das ist ja doof. Fehlt mal ein Haufen Geld dann, das ist auch nicht so toll. Goldfelder erschöpft. Na, was für ein Pech, ganz genau. Aber Goldmin gibt es keine, oder was? Na, so Mist. Gibt's auch nichts. Landefahrzeuge freigeschaltet. Okay. Die müssten uns ja eigentlich mögen. Ne? Na gut, die sind die Räderrepublik. Ich bin da etwas anders drauf. Klientel landen lassen. Neuseeland, Wallonien und Niederlande. Aha. Nö. Amazonien. Das sind ja auch geile Flaggen. Irgendwie schaffen es die nicht, ne? Wo sie mehr Truppen haben. Was denn da los? Ja, die spanische Seite. Obwohl, nee. Die haben euch alle mobilisiert. So, Landrückgewinnung läuft noch. Das hier muss noch laufen. Mindestens 5 Jahre. Was ist das? Der Koloss? Da fehlt mir kein Migrationskontrollen. Ne? Weiß ich nicht. Unter den Wellen will ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Das muss auch nicht sein. Sagt mir meine Kohlemin. Oh, können wir auch die Opiumplantagen ausweiten? Nee, sind wir schon am Maximum, okay. Eisenmine läuft nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber Fleisch scheint jetzt besser zu laufen. Achso, du musst. Ist noch nicht alles gebaut. Okay.
Oh ja, das können wir machen. Guten Elektrozäuner. Schaut, sind Färbemittel, das, ah, die werden noch gebaut, okay. Was war es noch? Das war es eigentlich, ne? Mehr noch mehr Kaffee könnte man machen. Oder? Transport ist immer noch sehr teuer. Gummi. Panzerschiffe. Panzerschiffe kriegt man. Über die Schiffswerft, ne? Nee, der Wahnsinn. Verdammt. Da. Die sind nicht rentabel hier, okay. Okay, machen wir das so. Das Problem ist, ich brauche verstärkte Schiffe, ne? Eigentlich. Einnahmen sinken. Wenn ich noch eins baue, was ist das denn? Wie viel werden mehr produziert? Einundneunzig oder was? Ja. Okay, dann lassen wir das bei denen ein. Brüche noch Motoren. Montagebänder, frisch mal mehr Öl. Haben wir das mal. So, okay. Moschee steht, Wolkenkratzer steht, kann leider nur einbauen, ne? Ja. Können wir uns auch mal anschauen, haben wir auch noch nicht gemacht. Da steht doch nämlich das Wolkenkratzerchen. Einsam und allein. Schön, schön. Warte mal, was ist denn da los? Benin wird zu Marionette, Italien demütigen. Ha. Interessant.
Vielleicht klauen wir uns was von Deutschland. Ach, geht nicht. Die Schulden sind eine Verpflichtung. Nee, dann vergiss es. Ah, wir sind mal am Plus. Sehr schön. Können wir hier mal eins runtergehen? Aber wir bauen nichts mehr, deswegen wahrscheinlich, ne? Na gut. Beliebter Dramatiker spricht sich für Reform aus. Oh, Dauer plus 20 Prestige. Nehme ich schon lieber die Prestige. Ist das sinnvoller? Da habe ich mehr von. So. So, die letzten Eisenminen werden gebaut. Dann können wir mal gucken. Habe ich mit den Franzosen zufälligerweise, oh, die kämpfen mit den Osmanen, Bündnis, nee, weil, auch wegen den Rivalen, okay. Das ist natürlich schade. So, was sagt denn der Markt jetzt bei uns? Es fehlt immer noch an Gummi, Tabak. Könnte man nach dem Marktpreis sortieren, ne? Das hilft. Gummi, Luxusmöbel. Hat es jemand zufällig für mich? Deutschland. Tabak. Mehr Tabak, 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 Tabak. Dankeschön. Haben hier nochmal 5, da, da. Über nochmal 5 rein, so. Da können wir mal voll machen. Weil hier sind überall sehr, sehr viele Arbeitskräfte. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Kohle, Eisen, Färbemittel. Hätte ich auch gerne mal einen großen, großen Schwung. So. Und schon haben wir wieder kein Geld mehr. Oh, was ist denn da los? Wieso sind wir hier drüben? Britischer Militäraufstand. Achso, die haben wahrscheinlich noch einen Gefallen, ne? Britischer Militäraufstand. So, wir sind ja verbündet, stimmt. Was ist denn das Kaiserreich? Okay, helfen wir mal ein bisschen. Plus 53.000. Na geil. Mal dahin. Das sieht aber nicht gut aus. Nur hier oben Grenzen, okay.
Das war's schon. Mehr habe ich nicht. Das sieht nicht gut aus für die. Wenn sie da nicht noch irgendwo Truppen herholen. Ist das eher mau. Wo die eigentlich mehr haben müssten. Okay, er holt sich Verstärkung. Irgendwie habe ich zu viel Tuch. Und zu viel Getreide. Luxusmöbel können wir mal auch mal bauen, ne? Wo werden die gebaut? Möbelfabrik, schätze ich mal. Montagebänder. Ah, nee, da sind keine Arbeiter mehr. Abbruch, Abbruch. Juhu, Militärflugzeuge. Aber ich glaube, ich war nicht der Erste, oder? Nö. Schade. Sturmtruppen, Flammenwerfer. Machen wir die Unteroffiziersausbildung. Für die besseren Truppen. Inaktive Handelsrouten. Oh. Fehlt schon wieder an Convoys. Mann, Mann, Mann. Hafen. Alles auf moderne Häfen. Machen wir jede Menge Dampfer. Einen Clipper brauchen wir jetzt gar nicht mehr anscheinend. Oder? Öl. Müssen wir mal das teure Öl kaufen. Nützt ja nichts. So, Aufstand. So, automatische Maschinengewehre sind auch direkt mal abgeschossen. Der Pinsel des Zolls, die Art wie General Werner Dings, den Militärstand gegen Großbritannien spezielle MG trotz zum Einsatz bringen hat. Schlachtet sehr vorteilhafte Ergebnisse eingefahren. Ganze Züge feindlicher Truppen fielen, bevor sie uns von ihnen auch nur erreicht hatten. Standhafter Verteidiger, gerne. Marktpreis. Luxusmöbel. Achso, mir. Ich habe doch 12.000 Convoys über. What? Achso, ich habe auch gerade die Dings umgestellt. Ne? Wie schaut es mit den Dampfern und so aus? Das passt eigentlich soweit. So, wie schaut es hier aus? Eher nicht so gut, ne?
Ja, verlieren überall. Das ist ja schon mal gut. Was ist das hier? Schandi. Das ist schon wieder hier drüben, ne? Britannien, Frankreich. Ach, hier unten. Aha. Weil. Was ist denn das hier für eine Schlacht? Vertragshafen Bulgarien, okay. Gab es nicht irgendwelche Ressourcen, die ich wollte? Ah, hier gibt es auch Öl. Sollte man vielleicht mal gegen Tripolitanien kämpfen? Beteiligungspakt mit Osman und Russland. Oh. Wieso? Kann ich da nicht angreifen, weil die gerade im Krieg sind? Die Arbeiterrepublik, die Arbeiter von Belgien haben endlich die Bongo-Regierung gestürzt und eine Räterrepublik eingerichtet. Doch gibt immer noch viel zu tun, ehe wahrer Sozialismus erreicht ist. Genau. Gewerkschafter wird als einfach einen Avantgisten auswählen. 25 Untertumsausführung für Interessensgruppenanziehung. Fügt der Staat und die Revolution den 5-Jahres-Plan hinzu. Avantgist. Räterepublik, Autokratie, Planwirtschaft, Protektionismus. Aha. Alle macht den Reden. Kommunist. Ausschussräte, eine völlige Trennung. Keine Götter, keine Herren, Anarchie für immer. Anarchist, genau. Keine Polizei. Achso, da müssen wir das da ändern. Räterepublik, Meinungsfreiheit, Berufsarmee. Oh. Wie die Berufsarmee machen. Irgendwie. Billigen Anarchie, genau. Anarchie für immer. Achso, wir haben noch ein Gesetz laufen. Dann machen wir das erstmal. Ja, jetzt lassen wir es einfach mal laufen da. Passt dann schon. Irgendwie fehlt es ja an Arbeit. Da bauen wir mal noch ein bisschen. Papier nochmal. Ja, fehlt immer noch ein Haufen, ne? Vielleicht noch. Wir haben so viel Tuch hier über. Kann man ruhig noch ein bisschen Kleidung machen.
So, automatische Fließbänder brauchen nochmal Öl. Schaut es denn hier aus? 44 zu viel. Fehlen immer noch Motoren oder was? Oh ja. Eindeutig zu wenig. Das soll mir recht sein. Mehr Motorenwerke, danke. Was die Rückeroberung des Brots? Belgien wird rasch zu einer anarchistischen Utopie. Armut wurde fast völlig ausgemerzt und die klassenlose Gesellschaft wird auf gegenseitige Hilfe beruht, beginnt Wurzeln zu schlagen. Mutter Anarchie liebt ihre Söhne. Geil. Oh ja, das klingt ja ganz schön mächtig. Sehr cool. Oh, die Streitschriften mögen uns überhaupt nicht. Okay. Die Dings könnte man reinnehmen. Nee, die nicht. Anarchist. Anarchist. Okay. Was bist du für eine? Ein Radikaler? Nee, das geht auch nicht. Nö, ja, besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Liegen die Altersrenten, okay. Nee, das lassen wir erstmal so. Schauen wir mal, ob das. Ah, immer noch nicht. Die Freiheitsrechte durch. Ist ja nervig. So, mal hinmachen. So, hier scheinen sie gut voranzukommen. So ist okay. So, 32. Das sind 25. Haben wir gegen die eine Chance? Mal gucken. Mal sehen. Oh, wir können ja Luftaufklärung machen. Ich habe noch nicht mal motorisierte Aufklärung. Brauche ich mal Flugzeuge? Flugzeuge haben wir noch nicht. Naja, trotz Maschinengewehren, ne? Kommen da nicht wirklich durch. Schade. Sehr, sehr schade. Schon wieder niedriger macht sich, ich sag mal. Beschluss des Gesetzes garantiert Freistaat haben Mitglieder der Regierung ihre Besorgnis darüber geäußert, dass die innere Sicherheit des Landes gefährden könnte. Ach, was? Was soll da schon schief gehen? Das sieht nicht gut aus hier oben. Eher mau. Wo mir? Pause.
18% haben. Sehr komisch. Nee, bleib da mal, wo du bist. Das ist okay. Passt schon. Ist das hier? Proletarier Aufstand. Ist mir egal. Tuch, Motoren. Ja, gut, muss erstmal alles gebaut werden. Dann schon mal weiter. Wir haben immer noch diesen Verteidigungspakt. Sie haben mächtige Beschützer. Großmacht, was? Livien ist ein Großmacht? Nö. Wieso habt ihr mächtige Beschützer? Was? Kooperativ. Eine Winsemacht. Lass doch mal die Beziehung verbessern. Spanien könnte mal die Schulden übernehmen, wenn wir das Geld hätten. Sind uns feindselig. Finde ich nicht gut. Da drüben ist immer noch das japanische Schokolade. Das haben sie immer noch nicht geschafft zu ändern. Nee, nee. Haben sie nicht mal ihre Grenzen geöffnet? Ja, Freihandel. Immerhin. Ja, ist überall Stillstand, die kämpft bloß hier. Und sie sind am Verlieren. Na toll. Wo können wir denn jetzt die Flugzeuge bauen? Ah, hier, Rüstungsfabrik. Was kostet das? Was kostet das an Material? Wo sind die jetzt? Da. Brauch Öl, Tuch, Motoren, Hartholz. Habe ich alles nicht. So ein Mist. Hab ich doch alles nicht. Kann ich nicht mit dienen. Ging aber schnell jetzt mit der Annektierung. Wundert mich ein bisschen. Persien jetzt mit dabei, okay. Wer bist du denn? Jabal Samra, okay.
Brauchen echt lange für einen Aufstand da. Nö, nö. Könnte ich jetzt eigentlich mal probieren, hier anzugreifen, ne? Kann ich das? Kann ich nicht. Weil ich noch im Krieg bin. Wenn ich jetzt kapituliere, kostet mich das Prestige oder so? So. So, was mache ich mit Chile? Marinettenzwang. Chile, Peru, Bolivien. Geht ja eigentlich. Vielleicht sollte ich vorher mal speichern. So. Schauen wir mal noch, ob wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. Kriegst du denn zufügen? Oh, Landesbefreiung. Peru befreien. Amazonien befreien. Das wäre doch mal ganz witzig, wenn wir da noch Peru befreien. Amazonien. Wie sagen wir das zweimal? Kriegsoperation. So. Dann brauchen wir mal die ganzen Truppen wieder. Wieder alles mobilisieren. Könnten noch wehrpflichtig mobilisieren. Brauchen wir die? Was hast du an Truppen? 10. 28. Nee, brauchen wir nicht wirklich. Nicht wirklich. So, das war's, ne? Ja. Dann mal vorwärts hier. Die Wehrpflichten lassen wir noch da. Hoffen wir, die brauchen wir nicht. Was ist denn hier oben los? Auch Revolutionäre. Oh, mehr Kommunisten. Da helfen wir noch. Was ist das? Chile? Belgien? Hä? Also. Honduras. Honduras war hier hinten. Eine Republik. Da klären wir uns mal neutral. Mal gucken. Aus Großbritannien gab Belgien auf. Moment. Wenn man schützt Belgien im Moment gegen Chile nicht mehr. Was? So eine Sache. Jetzt habe ich dir schon geholfen. Nö, nö. So, Marine. Der kann mal
So, garantierte Freiheitsrechte, sehr schön. Und das hier. Peru, Bolivien. Ja. Kannst du da mal raiden gehen? Klaas? Ich will zu wenig oder was? 3000. Okay. Öl. Es gibt kein Öl auf der Welt. Ah, ist das nervig, ey. Oh, ist das nervig. Ich habe noch nie mal Verbrennungsmotor, aber schon Flugzeuge. Auch nicht schlecht. So, dann können wir noch das, die Alterssonden machen. Wie schaut es hier aus? Sind es beide selbstsicher? Ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, ne? Ich würde ihnen schon gern helfen, den skandinavischen Aufständigen. Nationalgarde wiederherstellen. Achso. Nö. Nö. Machen wir nicht. Oh, was ist jetzt passiert? Hat er etwa Argentinien mitgemacht? Tatsächlich, na so ein Mist. Das ist doof. So, Verpflichtung einfordern. Bei wie viel Verrufenheit sind wir denn? Bei 14. Okay. Könnten wir eigentlich auch noch zu Marionette machen. So. Jetzt haben wir hier oben natürlich fehlende Truppen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wie viele Truppen hast du? Nicht viele. Da müssen wir von hier einen abziehen. Den 20er. So. Ah, die schicken hier 100 Truppen. Ja, das ist okay. Können sie gerne machen. Sollen die zwei nämlich angreifen hier? Ja. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Unterstützer. So, ich habe keine Schachzüge mehr. Schauen wir mal, ob es diesmal besser klappt. Müsste mal, glaube ich, die Streitkräfte finanzieren, oder? Ah, die sind immer noch wütend. Ah. Gegen Meinungsfreiheit. Und der kürzliche Wechsel hat die auch gestört.
Immer noch sehr wütend. Das ist nervig. Wann geht es weg? 5 oder schlechter. Das ist natürlich ungünstig. Sehr nervig. Das sind nur 9. Das geht ja sogar. Was haben wir hier schon wieder? Sambas ist mir egal. Wollte mich nicht mit reinrufen. Schade. So, das hier sollte kein Problem sein. Da könnte man das schnell erobern. Im Normalfall. Müssen wir so noch ein bisschen mit den Streitkräften wieder freundlich machen. Gib mir immer noch nicht auf. Sie legen es drauf an. Jetzt sind sie schon besorgt, immerhin. Noch haben sie die Möglichkeit. Wer da einfach mein Wasser und gut ist. Stell dich mal nicht so an. Ich bin auch ganz nett, vielleicht. Wir haben alle keine Sachen mehr hier. Ich habe viel zu wenig Motoren. Habe ich nicht einen Haufen Werke gebaut? Ja. Ich arbeite daran. Krieg gegen Chile. Sehr schön. Ach so, kein Öl, ja. Das ist doof. So, dann mal doof da. Die greifen da an. Okay. Hier oben können wir eigentlich auch mal angreifen. Das sieht schon mal gut aus. Es kommt nie an. Ah, die ganzen Briten, sehr schön. Schön, dass ihr uns helft. Das finde ich gut. So, hier, ja, sieht auch gut aus. Wunderbar. Die Briten kommen ein bisschen spät an. Für meinen Geschmack. Und wir haben auch eine schlechte Versorgung hier. Was ist denn da los? Öl in Hannover entdeckt, na toll. Es bringt mir nur leider nichts. So, hier haben wir wieder ein bisschen Wasser oben. Sehr schön. Was? Wo? Man weiß es nicht. Ich glaube, das wäre nicht genug Kohle.
Tatsächlich. Aber ich brauche ja doch einen Haufen noch. Na gut, dann müssen wir da noch ein bisschen was produzieren. Mehr Kohle. Gut, dass ich hier so viel habe. Ja. Weitermachen. Kommt ihr an? 8 Tage, sehr schön. So, machen wir das mal von hier oben, da sieht man es besser. Wir haben echt wenig Versorgung hier, das ist doof. Ist keiner. Da marschieren wir einfach durch. Okay. Das passt. So gefällt mir das. Greifen wir doch gleich auch mal hier an. So. Das sieht doch schon dann etwas besser aus jetzt. Wo ist unser ganzes Papier schon wieder hin? Ich habe da gerade erst einen Arsch voll Papierfabriken gebaut. Was soll denn das? Haben wir zu wenig Zeug oder was ist los? Ah, Färbemittel und. Nee, Färbemittel fehlt. Kurz hier reinschauen. Ja, gut, fehlt der Haufen Transport, ne? Und. Ist auch so ein Problem. Muss ich doch mal Motoren importieren. So, wir uns aus. Da sind die Briten unterwegs, sehr schön. Oh, hier oben. Moment. Moment. Wo sind meine Armeen alle? Der eine ist da. Wo bist du? Du bist da oben. Ist auch da oben. Du bist mit da unten, okay. Geh doch mal dahin. Schon besser.
Ja, Chile ist gleich komplett besetzt. Kind eines Arbeitshauses aufgewachsen. Achso, das Kind, was in einem Arbeitshaus aufgewachsen ist, sprach heute im Parlament, stellte die Bedingungen dort und forderte die Abschaffung des Armengesetzes. Ja. Erlass uns Erfolgschance erhöhen. So. Sehr schön. So, dass der hier unten klar komplett besetzt. Sehr schön. Oben ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Ja, doch, passt. Da wird sich noch ein bisschen gewehrt. So, mir war noch mal ein Arsch voll Kohleminen, aber ich glaube, warum eigentlich nicht, ne? Kohle habe ich, glaube ich, genug. Ne, ein bisschen fehlt nur. Die überrennen wir hier. Die haben keine Chance groß. Die geben gleich auf. Muss noch bloß noch irgendwie hier oben rein. Die haben ja gar nichts. Chile ist eine Marionette geworden. Na, willkommen, würde ich mal sagen. Eine Junta, als Militär regiert wird, okay. Dann gleich mal Beziehung verbessern. So, wo ist der Rest? Die rücken alle an die Front vor. Sehr schön. Wo der mal ein bisschen chillen kann. Der hat keine Moral mehr. Der Rest passt. Okay. Wir marschieren langsam gegen Argentinien vor. Es ist geil, wie die Radikalen sinken und die Loyalisten steigen, ey.